Hallo. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das nächste Video hochlade, weil die letzten Wochen waren sehr anstrengend und emotional. Es geht weiter ums Haus, das Architektenhaus, das da jetzt gerade halb abgerissen in der Walachei steht. Da war es sehr fraglich, ob das überhaupt noch zu retten ist. Und wir haben uns schon über Neubauten erkundigt, ganz verschiedene Angebote reingeholt. Und es hieß immer, bald, ja endlich bald ist es soweit, in 2 Wochen, ne? Das war dieses ewige Thema. In 2 Wochen haben wir die Angebote vorliegen für das Haus, ob praktisch das wieder aufgebaut werden kann oder nicht. Also die ganzen Handwerker, die wir angeschrieben hatten, die sollten ja ihre Angebote abgeben und es hat dann immer ewig gedauert und dann fehlte noch was. Und dann hat sich herausgestellt, dass irgendwelche Leistungsverzeichnisse nicht ausgereicht haben, da musste noch mal was kontrolliert werden. Und es wurde ewig immer länger die Liste von Sachen, die dann nicht gepasst haben. Und also wenn ich das alleine gemacht hätte, ich hätte schon längst aufgegeben. Also ich hätte die Übersicht fehlt mir jetzt einfach. Also es ist so viel seltsam schräg gelaufen, dass ich da das nicht mehr geschafft hätte. Aber ich habe ja Gott sei Dank jemanden gefunden über das Netzwerk, über die Community, wo sich eine unglaublich tolle, begabte Projektleiterin gemeldet hatte. Und die hat das alles in die Hand genommen. Und ja, mit sehr viel Eigeninitiative das irgendwie hingekriegt. Der Architekt wurde ja eigentlich dafür beauftragt, Leistungsverzeichnisse zu erstellen. Das heißt, er schreibt auf, was genau gemacht werden soll. Und das gibt man dann den Handwerkern und die füllen das dann einfach aus und dann kann man das sehr, sehr gut vergleichen und die Handwerker wissen dann auch ganz genau, was gemacht werden muss. Das ist eine Erleichterung für die Handwerker, weil die dann nicht selber irgendwelche Pläne erstellen müssen und für mich ist es ganz gut, weil ich dann die Sachen vergleichen kann. Und das ist alles, muss man schon sagen, ziemlich schief gelaufen, weil diese Leistungsverzeichnisse waren total ungenau und sehr schräg, sodass alle Handwerker immer nochmal nachfragen mussten. Teilweise ihre eigenen Leistungsverzeichnisse dann erstellen mussten. So war das dann einfach auch nicht mehr richtig vergleichbar. Und am Ende hat dann auch die Projektleiterin, die eigentlich das gar nicht machen sollte oder machen brauchte, auch vertraglich nicht, die hat das dann alles in die Hand genommen und hat das dann alles weitergemacht. Die Projektmanagerin hat sich dann am Ende darum gekümmert und hat das wirklich, also von vorne nochmal alles aufbereitet und hat es wirklich geschafft, also alle Gewerke irgendwie zusammenzubringen und zu gucken, was kostet denn dieser Umbau überhaupt und was haben wir für echte Angebote vorliegen und wann kann es dann wirklich losgehen. Und es ist wirklich faszinierend. Also sie hat es wirklich geschafft. Also sie hat es geschafft, im Kostenrahmen zu bleiben, den ich mir gesteckt hatte. Und zwar ist es natürlich alles viel, viel teurer geworden, als es ursprünglich war, aber sie hatte mit mir vorher auch ein Gespräch geführt. Was sollte man maximal in das Haus investieren? Und da haben wir gesagt, okay, bei der und der Summe bleiben wir. Und sie hat es geschafft, diese Summe zu erreichen, beziehungsweise noch unterhalb dieser Summe zu bleiben. Und hat wirklich sehr gute Handwerker jetzt an die Hand bekommen. Das heißt, es wird keinen Neubau geben, sondern wir werden zurück in unser Haus kommen. Und dafür bin ich hier unendlich dankbar. Gut, die Projektleiterin, der ich jetzt unendlich dankbar bin, die hat gesagt, sie will noch nicht vor die Kamera, erst wenn wirklich alles komplett fertig ist. Aber ich hoffe, dass sie es nachher mit mir zusammen macht. Und dass man mal sieht, wie anstrengend das war und naja, vielleicht auch wie blauäugig ich und auch der Architekt da überhaupt in dieses Projekt reingegangen sind. So, es gibt bisher nur eine Person, die das weiß, das bin ich, dass das alles funktioniert. Und Nancy weiß es nicht. Und Nancy ist gestern noch was passiert. Und zwar hat sie Clara zu einem Hobby gebracht und ist dann nach Hause gefahren. Und zwar zu dem anderen Haus und ist dann in Tränen ausgebrochen, als sie dann da war, weil natürlich das alles da total zerschossen aussieht und alles total überwuchert und kam dann weinend nach Hause letztendlich. Es ist ihr einfach auch eine Herzensangelegenheit, dass das Haus, was wir uns wirklich gekauft haben, kurz nach dem Studium und was wir immer so liebevoll wieder aufbereitet haben, dass wir da wieder zurückgehen können. Und das ist ihr gestern passiert und heute kriege ich die Nachricht, dass es alles klappt. Und jetzt gucken wir mal, wie sie darauf reagiert. Ich glaube, ich trommel mal die ganze Familie zusammen. Guck mal, Papi, so gehen die Schmetterlinge. Hä? Im Kokon? Also dann schlüpfen sie, ja?
schlüpfen sie und haben große Flügel. Hm? Ja. Was ist denn jetzt so aufgeregt? Ja, ihr Lieben, also ich hatte eben gerade das Gespräch mit der Projektleiterin und die ist diejenige, die sich jetzt um diese ganze Ausschreibung kümmert, also letztendlich die Handwerker organisiert, die nachher das Haus wieder aufbauen sollen. Und leider gab es da jetzt Angebote, die unendlich teuer waren. Also das heißt, die waren noch teurer als die Handwerker, die wir versucht haben zu engagieren. Aber es gibt einen Generalunternehmer, dass wir das Haus wieder aufbauen werden. Ja! Ja! Gerade gestern, ne? Da bist du dann vorbeigefahren. Mein Schatz. Also es wird natürlich etwas teurer als ursprünglich gedacht, aber es passt auf jeden Fall jetzt. Also wir machen's. Wir machen's, definitiv. Ja. Also wir werden auf jeden Fall wieder zurückkommen. Wird mein Zimmer so aussehen wie vorher? Nein, mein Zimmer wird anders aussehen, weil es noch, das wird ja selbst auch noch ein bisschen renoviert. Also dein Zimmer wird ja nicht mehr dein Zimmer sein, das wird ja ein Babys Zimmer sein. Da. Aber du bekommst ja das Zimmer von Papi und Mami. Und bei dir werden dann die Wände noch glatt gezogen und so weiter. Alles wird genauso gebaut wie geplant. Papi, was für ein Haus? So, jetzt fahre ich noch ein bisschen mit meiner Familie. Bis zum nächsten Mal. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold